in diesem Video. Kommt nichts rein, fällt was ab, sehe ich anders aus und guckte Co-Pilot groß. Schönen guten Morgen, hier ist Kai von Travel Camping Living aus St. Gallen, aus dem Winter, aus dem Schnee. Draußen minus 5,8 Grad, Luftfeuchtigkeit 31%, hier drin haben wir 10% Luftfeuchtigkeit. Das erklärt auch, warum wir keinerlei Feuchtigkeit an der Scheibe haben. Steht eigentlich das Auto so schief oder hängt die Kamera so schräg? Ich glaube, die Kamera ist schräg. Ja Leute, was gibt's Geileres als schwupps vor die Tür zu treten und in Kälte und Winter zu stehen? Das ist einfach immer wieder unbezahlbar. Für mich muss für euch nicht der Fall sein. Ruhig geschlafen hier, keine Störung, keine Menschen, keine Autos, kein sonst irgendwas. Das Wetter leider immer noch grau. Ich hatte auf blau gehofft. Und hier müssen wir uns gleich dann hochbürgen. Der Schnee nicht mehr ganz so powdrig, der setzt sich jetzt, wird dadurch kompakter und schwerer. Bin gespannt, ob es heute so gut geht wie bei Jens gestern. Thema Wintercamping, wie ergeht's dem Zottel bei diesen Temperaturen? Jetzt haben wir 24 Stunden doch ziemlichen Frost. Wasserleitungen nicht eingefroren, Strom genug an Bord. Der Diesel wird langsam knapp, aber den kann man ja nachtanken. Ansonsten keine Probleme, habt es gesehen. Feuchtigkeit ist kein Thema. Er ist voll im Wintermodus und oh, seht ihr es auch? Fahrradtür. Jetzt vielleicht. Die ganze Nacht hing da die Kamera dran und ich glaube, ich habe die gestern Abend noch nicht ausgestellt. Das ist meine alte DJI Osmo Action. Die lade ich jetzt mal und tausche auf. Wie ihr hört, die Motoren laufen. Bei Zottel dreht sich auch alles, wie es muss. Jetzt gucken wir noch kurz auf den Strom. Problemlos, Ladezustand 56% und jetzt fahren wir ein bisschen, dann kommt da gut was rein. Beim zweiten Blick fällt mir aber auf, der Booster lädt die Aufbaubatterie nicht. Vermutlich ist ihr zu kalt. Weil ich hatte natürlich vorne heute Nacht alle Scheunentore offen, weil ich ein fauler Mensch bin und nicht zumachen wollte. Und der Vorhang war zu, kam also auch keine Warmluft nach vorne ins Cockpit. Ich vermute also, die muss erstmal wieder auf Temperatur gebracht werden, bevor sie dann lädt. Dann würgen wir uns hier mal raus und die Berge hoch. Das ist nicht ohne, sage ich euch. Da kämpft alles, aber problemlos. Und wir fahren jetzt mal extra durch den tiefen Schnee und nicht durch die ausgefahrenen Spuren. Boah, da tut das sich aber brutal schwer. Eieiei. Schafft das hier nicht, wenn man sich im Kopf noch unten dahinter kämpft heftig mit durchdehenden Schneekettenrädern. Fahren wir aber trotzdem hoch. Geil, und weiter geht's. Wir machen die Ketten hier noch nicht ab, fahren erst noch die Strecke hier runter, die steile, um dann unten zu stoppen. Die Bergabfahrt verläuft komplett problemlos. Es ist kein Verkehr. Wir rollen hier so mit 12 km/h den Berg runter. Sonst klopfen die Ketten zu arg. Ich muss die eigentlich jetzt nochmal bei längerer Strecke gescheit aufziehen. Das ist alles nicht so ganz perfekt diesmal. Aber ihr seht, die Strecke ist top geräumt, geflügt, nicht gestreut und schön zu fahren durch den verschneiten Wald. Im unteren Teil ist die Strecke echt ziemlich vereist. Zwischenzeitlich auch mal Asphalt. Da darf man noch nicht zu früh die Ketten abziehen, bevor man nicht im rettenden Tal ist oder sich sicher ist, dass kein Eis oder Schnee mehr kommt. Gerade bei diesen Wald- und Freipassagen ist es immer sehr unterschiedlich. Also lieber noch einen Meter drauf lassen, als zu früh abmachen und dann wieder drauf machen müssen oder an der Leitplanke zu landen. Weil hier seht ihr jetzt auch, ne? Erst Asphalt und dann geht es wieder in den Wald rein und da sieht es halt ganz anders aus. Ich glaube, der Moment ist gekommen, um die Ketten abzumachen. Die Strecke sieht frei und geräumt aus. Ich glaube, hier können wir es wagen. Gucke ich mal, dass ich sie irgendwie abkriege. Ketten sind ab, das geht immer flott. Bei den AT ist es ein bisschen schwierig, weil sich die Ketten immer noch gerne im Profil verfangen. Jetzt fahren wir noch einen Meter vor, sammeln die Ketten ein und hauen ab. Dann mal weiter ohne Ketten. Herrscht wieder Ruhe und das Geschäfer ist vorbei. Das ist auch ganz angenehm. Der Lithium-Batterie ist auch noch warm genug. Sie lädt wieder.
Und falls ihr euch fragt, was heute läuft, wir begleiten jetzt erstmal noch Jens ein Stückchen, nehmen ihn dann noch mit, fahren dann wieder zurück und gucken mal, was dann passiert. So genau weiß ich das auch noch nicht. Ja, sind wir wieder wohlbehalten unten im Tal in Grabs. Jetzt holen wir mal eine Tankstelle und dann Jens, der ist nämlich irgendwie weg. Und dann geht's weiter. Hier jetzt noch geschwind, die Autos etwas enteist, da hing noch so viel dran. Auf dem Dach liegt halt jetzt noch ein bisschen, das merkt man auch beim Fahren, also wir sind ein bisschen schwerer als sonst. Aber das wird runterschmelzen oder runtersliden. Und jetzt folgen wir Moski. Wir sind gleich da. Oh Gott, viel Platz ist da nicht, hä? Und sind schon da. 0815 heißen die. Ist gut was los. Hier wird nämlich der gute Oski abgegeben und dann wird mit dem irgendwas gemacht. Das erfahrt ihr dann aber bei Jens. So, Jens zieht jetzt bei mir ein. Taschen und Rucksack. Hoffentlich bringt der Emmy auch mit. Da haben wir jetzt die Emmy im Auto. Die jetzt gerade auf meinem frisch gewaschenen Sitz. Emmy, ehrlich jetzt. Oh. Aber hier kann man auch nicht böse sein, ne? Geh ich wieder auf den Sitz. Ja, sieht man mehr, ne? Königin von Zottel. Ja, seht ihr, was da hinten sitzt? Genau, der Jens und die Emmy fahren jetzt bei uns mit. Du musst mir nur sagen, wo ich hin muss, denn ich weiß das nicht. Huch. Okay, mal Richtung Ruhr. Wo sind wir denn? Aha, wir sind noch nicht in Chur. Oh Mann. Plötzlich Großstadt. Fass es nicht. Und der Jens und ich, wir sagen jetzt Tschüss. Ja, das ist mal ein Ausblick hier. Ja, hohe Häuser. Kenne ich gar nicht. Jens. Ciao. Ciao. Dankeschön. Danke für alles wieder mal. Gerne, ist eine Freude. Und es hat wieder Spaß gemacht. Ja, es war ein cooler Trip. Viel erlebt wieder mal. War und geil. Ja, bei dir geht es ja mit coolen Trips weiter. Ja, bei uns geht es jetzt kann dann man definitiv so sagen. Mit Irland weiter, Berlin-Irland und dann gucken wir mal, dass wir uns zwischendurch irgendwie nochmal wieder zusammenfinden und telefonieren. Wir bleiben dran. Genau, also komm gut nach Haus. Tschüss. Ciao, tschüss. Ja, er fährt mal nicht weg, er läuft weg. Das hatten wir jetzt auch noch nicht, ne? Bis demnächst mal wieder, Jens. Und ich, oh ja, ich weiß auch nicht, fahre jetzt erstmal auf die Autobahn, suche einen Rastplatz und frühstücke um die Mittagszeit. Leichten Hunger. So, Parkplatz gefunden. Zottel kann hier mal noch ein bisschen auftauen und ich essen und dann gucken wir mal, was kommt. Ich habe ja noch zwei Pakete hier, die ich auspacken muss. Ausgleichsmaße und Laptop. Gut. Ja, Frühstück ist schon eine Weile her. Es geht auf 3 Uhr zu. Ich sitze hier am Laptop immer noch am Parkplatz und bin am Arbeiten. Plötzlich klopft's am Auto und kommt einer und meint, ob ich nicht 2 Trinkgefäße hätte. Sie würden gerne Wein trinken. Zufällig hatte ich noch 2 Plastikbecher, die ich eh loswerden wollte. Die bin ich jetzt los, habe ich ihm geschenkt, gesagt, komm, behalt. Jetzt kam er 5 Minuten später nochmal vorbei. Hat die Weinflasche in der Hand. Korken, kein Korkenzieher. Jetzt habe ich ihm die Weinflasche noch kurz aufgemacht. Knaller Italiener. Ich hoffe, er muss nicht fahren. 16.30 Uhr noch immer auf dem Rastplatz und so Rastplatzleben ist irgendwie ganz cool. Gerade fährt ein Auto ran. Steigt einer aus, klopft. Ich denke schon, er will sich beschweren, weil ich hier über 2 Parkplätze stehe, weil sonst nicht genug Platz ist. Aber nee, es stellte sich raus, ist Frank. Wollte Hallo sagen, hat Zottel erkannt. Frank, hat mir echt gefreut. Und hier geht es jetzt auch so langsam weiter. Ah nee, oh, da war ja noch was. Da ist noch ein Paket. Ein weißes. Das kam mit der Post an Timo geschickt, für mich. Gucken wir mal rein. Haha, geil! Puzzle Group, Vanlife, Amütz. Ah, die hätte ich brauchen können am Wochenende. Mensch, hätte ich besser am Anfang der Tour ausgepackt. Und eine Globecar-Jacke. Ja, leck. Da haben wir mega Mobilklamotten gekriegt. Gibt's noch Globecar-Jacke? Oh, die ist aber schön. Das ist eine Weste. Ah. Schick. Das ist ja geil. Und Schlafsack.
Nein, eine Globcar, eine weitere Globcar-Jacke. Ach Gott, ach Gott. Ganz schick, mit blau-schwarz. Das ist ja geil. Schön leicht. Passt perfekt. Liebe Puzzle Group, Dankeschön fürs Verschicken und für die coolen Klamotten. Echt geil. Freut mich riesig. Werde ich mit Freude tragen. Immer mal wieder. Die Weste sitzt ein bisschen stramm. Die könnten wir mal probieren, ob es im Co-Pilot passt. Bei mir so gerade, ne, da darf ich nicht mehr zunehmen. Und nicht zu tief einatmen. Aber die Mütze ist geil. Tack. Oh, geil. Schön warm. Oh, die hätte ich am Wochenende echt brauchen können. Meine Mütze, seit ich die gewaschen habe, die ist irgendwie eingegangen. Ich weiß nicht, ob ich die im Trockner hatte, dummerweise. Die passt so, man so gerade noch über meinen Kopf und die Ohren. Aber die ist geil. Oh, so schön warm. Geil. Schauen wir mal, wieder Müll an Bord. Juhu. Dann haben wir hier noch ein Paket. Ein großes braunes Paket von Heike aus Bischofsgrün. Und da heißt, der Co-Pilot muss dabei sein oder es auspacken. Aber der Co-Pilot kann das nicht auspacken. Der mit Messer und so, das ist sein Tatzen, das ist zu gefährlich. Also mache ich das. Liebe Grüße und viel Spaß und Glück für euren Irland-Trip. Jö. Ist ja süß. Ah, das ist eine Karte. Oh Gott, irgendwie haben wir hier zu wenig Platz. Co-Pilot, kann das sein? Hallo Kai, hallo Bärenbande. Das seid dann wohl ihr, wo es eigentlich Flausch, Flausch hat und frei. Sorry. Ja. Anbei ein paar Geschenkleins für dich, euch zur Einstimmung auf Irland. Ja, lieber Heike, vielen Dank für den schönen Brief und das zusätzliche Gedicht noch. Das ist der Hammer. Also wie du reimen kannst, ist echt der Knaller. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es tatsächlich mal in deine Ecke. Momentan aber eher nicht, denn es kam alles anders als geplant im Februar. Und jetzt geht's erstmal nach Irland, Albanien und Island. Aber das Leben ist noch lang. Und irgendwann kommen wir vorbei. Und jetzt machen wir hier mal weiter. Co-Pilot ist auch noch hier, der sitzt hinter dem Paket da. Denn das hier ist ein... Oh, hallo Messer. Nehmen wir das hier. Aua. Das hier steht im Brief nämlich, ist eine Decke mit Fotomotiven. Falsch rum. Das ist einmal Marokko querbeet, vermute ich. Ich habe sie selber auch noch nicht angeguckt. Das sieht aber geil aus. Und vieles erkenne ich tatsächlich. Ich glaube, ich war da mal. Das ist ja geil. Alter Falter. Co-Pilot, guck mal, du bist auch drauf. Ach Gott, da flippst du aus. Da, das war Merzouga Flauschi. Da habe ich Süßzeug gekauft. Schnee, Katze bei den Kanälen, Riesencanyons, Highfire. Ach Gott, ist ja geil. Einmal die gesamte Tour. Knaller. Ich mit Turban. Da Friedrich, als er vorne hockt und filmt. Ja, da flippst du aus, Co-Pilot. Alter Verwalter. Sowas habe ich noch nie besessen. Das ist echt Wahnsinn. Wow. Das ist dann wohl für den Co-Pilot und Friedrich. Ne? Könnt ihr euch immer schön mit zudrapieren und euch mit Marokko einmummeln und wärmen. So, aber das war noch nicht alles. Schau noch Karton, Papier, Papier, noch mehr Papier. Oh, das ist aber schwer. Eine Hantel. To go. Oh Mann. Wo ist denn da oben? Schön verpackt mit Bärchensticker. Ah, da steht was drauf. Heike TCL Team. Klepper. Guinness. Aha, jetzt kommt die Einstimmung auf. Jetzt verstehe ich. Einstimmung auf Irland, das hast du geschrieben. Jo. Flauschi, wir können anstoßen. Wir haben 4 Büchsen. Geil. Können wir uns heute Abend noch die Kante geben?
Nein, unter der Woche trinken wir nicht mehr. Das ist nicht gut. So, was haben wir noch? Jö! Er ist ein bisschen schüchtern. Traut sich nicht raus. Ein kleiner Co-Pilot. Sozusagen der Loki-Pot. Mit Schneemann-T-Shirt. Das gibt es irgendwie in Bischofsgrün. Die bauen da immer einen Schneemann-Bär. Und der schmilzt dann vor sich hin. Irgendwann so im Februar machen die das da. Haben wir einen weiteren Mitreisenden. Sieh doch. Co-Pilot. Guck mal, so weiß war der Co-Pilot mal. Und so grau ist er jetzt. Kopf. Manchmal beim Co-Pilot hinsetzen, hä? Geil. Ihr passt gut zusammen. Man müsste den Co-Pilot einfach wieder ein bisschen weißer hinkriegen. Ist echt erkraut in Marokko. Oh, langsam krieg ich warme Ohren. Oh, da ist schon ein Brief. Ach, herrje. Ich und Briefe. Suche liebevolles Zuhause. Ich bin Fienchen, mag Honig, Milch und alles Süße. Sitze gern in der Sonne. Ich lasse mich auch gern im Rucksack runter rumtragen und ich fahre gern Auto. Da passt du ja perfekt ins Team. Zwei kuschelnde Bären. Jö, Fienchen. Ich hatte mal eine Schlange, die hieß Fienchen. Kein Scherz. Die ist voll. Ah ne, die liegt doch zu Hause. Weiter. Da ist noch mehr Papier. Jetzt wird's gefährlich. Co-Pilot, du musst jetzt mal weggucken kurz. Kennt er, ne? Genau. Friedrich kriegt auch schon so große Augen. Friedrich sitzt da drüben, der sitzt im Sitzschatten. Aber er kann ja mal ein bisschen näher kommen, ne? Ja, also. Schnell weglegen, ne? Dann geht's hier weiter. Viel Spaß steht drauf. Viel Spaß mit. Oh, Kekse, ich habe Hunger. Könnten gleich noch Kaffee trinken. Oh, und jetzt haben wir auch was, was wir essen können. Bärentatzen. Oh, die sind nicht für mich, hä? Friedrich, sind die für dich? Das ist ungefähr deine Farbe und Größe. Sie sind ja nicht grau wie der Herr Co-Pilot. Weiter geht's. Dann haben wir hier nochmal was, was eingepackt ist. Ich mache das jetzt mal ein bisschen unschön auf. Das mache ich normal nicht, aber sonst bin ich hier ewig zugange. Made in Ireland. Irish Whiskey Tuffen. Die sind bestimmt für mich. Das kann ich mir sonst nicht anders vorstellen. Die müssen für mich sein. Der Rest der Bande mag das bestimmt nicht. Hoffe ich. Ich leg das auch mal weit weg. So, geht's weiter hier, ne? Ist ein ergiebiges Paket mit einem Haufen Papier. Kriegt jetzt noch der Friedrich einen Kill? Nein. Shortbread. Okay, davon habe ich schon mal gehört. Ich glaube, das habe ich aber noch nie gegessen. Ich glaube, das wird alle nicht lange überleben. Ich krieg Hunger. Noch was, anderes Geschenkpapier. Oh, das ist bestimmt nicht für mich. Flauschi, Friedrich, Co-Pilot, drei Bärenlutscher. Und das hier ist wahrscheinlich Chocolate Truffle Bar mit Baileys. Das wohl für mich. Also das können wir schon mal verteilen hier. Ah, Fienchen, oder ist das für dich? Oh. Jetzt haben wir Lolli zu wenig. Wir haben ja. Ui. Wir müssen das noch überdenken. Papier. Gute Reise. Gute Reise. Marmelade. Irish Orange Marmalade. Ja, Orangen esse ich gerne, ne?
Marmelade eigentlich auch, aber habe ich praktisch nie. Oh, da freuen wir uns mit Irish Whisky. Wir freuen uns auf Irland. Whisky. So, hiermit kann ich sagen, das Paket ist leer. Jetzt könnt ihr mal einer aufräumen. Ich muss mal pinkeln auf meine Biotoy. Das kann ich nämlich jetzt wieder, weil das Bad ist frei, keine Pakete mehr drin. So, da bin ich wieder. Seid ihr auch noch da? Habt ihr hier nicht aufgeräumt? Freunde, hier sieht's aus. Hier sieht's aus. Wenn uns jetzt einer wieder erkennt und hier klopft und reinguckt, was soll der denken? Aber geil. Super Paket, Heike. Echt eine geile Sache. Ganz, ganz herzlichen Dank. Die Truppe freut sich riesig und Fienchen wird sich auch gut einleben, hoffe ich. Und jetzt ja, bleibt ja wohl nichts anderes übrig, als dass ich hier das Zeug esse. Aufräumen. Verwechsel die Dinge immer. Mal gucken, ob die Irish Whiskey Toffees, ob die schmecken. Ich glaube, das ist Karamell, das mögt ihr eh nicht. Oh, das ist ein Blombenzieher. Zum Glück habe ich keine Blomben. Lecker. Aber jetzt werde ich davon nicht betrunken. Ich muss ja noch fahren. Boah. Ich esse gerade nichts. Das sieht nur so aus. Das bin gar nicht ich. So Leute, der Trip endet jetzt hier. Wir müssen nach Hause, haben morgen noch einen Termin. Zudem muss ich zu Hause noch 1, 2, 3 Videos vielleicht drehen. Mal gucken. Und ja, war cool, wart ihr mit dabei. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Amazon-Partnerlink verwenden und für den PayPal-Support. Freut den hier immer riesig. Den Rest vom Team aber auch. Und jetzt fahren wir nach Haus und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Was das genau ist, weiß ich ja nicht. Aber in einer Woche wollen wir aufbrechen Richtung Berlin und dann nach Irland. Und wir freuen uns riesig drauf.